Jo, was geht ab, ihr Schlingel des Enditustus? ich werde auch ein Rank-Up probieren zu machen. Natürlich habe ich mir das Format von Camera Gaming abgeschaut. Schaut bei den Jungen vorbei. Ist nur fair. Ne? Ich habe natürlich nicht die Reichweite, um dass es mehr Sinn macht. Aber ja, wer weiß. Ja, deswegen, also ja. Wie der eine oder andere schon sehen konnte, werde ich das mit Michael Myers machen. Ich werde auch die Regel mit den Tonnencampen nicht beachten, weil ich direkt wie im Home MR spielen werde. Weil so erleichtere ich mir so viele Sachen, da ich Michael Myers spielen kann. Oder auch weiß, wie ich mit ihm spielen kann. Ich habe das schon den Kamera eigentlich gezeigt oder gesagt, wie man mit ihm spielen kann, aber er hat anscheinend nicht die Perks auf ihn. Und auch anscheinend nicht die Add-ons, ich weiß es nicht. Eins von beiden war das, ich glaube sogar die Perks eher waren das. Tja, wenn du das siehst, Kamera, dann bring mal den Michael demnächst mal die Perks bei dazu. Ich spiele mit den folgenden Perks. Also, werde ich gleich noch was zu sagen. So. Brutale Stärke ist natürlich gut für Paletten und für zerstörbare Wände. Oder auch um die Generatoren schneller zu treten. Ist gut, würde sich sogar gut verstehen, wenn es Bob Guss Wiese, weil ist ja schon ein bisschen Zeitbruch. Man macht 1, 2, das sind 2 Sekunden. Und mit brutaler Stärke ist das nicht mehr so viel. Ich habe verschluckt. Tüftler. Mag der eine oder andere sagen, ist das stark? Ja, es ist stark. Du hast 16 Sekunden lang keinen Terrorradius bei ihm. Du bist außerdem auf Stufe 3 so schnell mit ihm und hast noch einen super Lunge. Außer du hast jetzt das eine rote Addon, wo du halt 9% langsamer bist. Aber trotzdem bist du super schnell. Und natürlich bist du es nicht in einer von einer Ecke der Map bis zur anderen in 16 Sekunden, aber vielleicht kannst du für den einen oder anderen Überrascher da sorgen. Das ist schon witzig. Also ich habe das schon erlebt, ich habe das auch selber schon erlebt. Da war ich auf einmal auf seine Schulter. Da steht er dann einfach, steht er dann da und dann denkst du dir so, fuck. So, also so halt, ne? Ja. Dann Gruppe mit der Version zum Anfang einfach, damit dann die Leute ein bisschen laufen müssen, damit ich auch stalken kann. Je nach Map ist das ein bisschen Vorteil für mich. Ich denke mal, meistens werde ich eher Opfergaben für Maps, die auf meinen Vorteil blieben, dann droppen, damit ich nicht unbedingt auf die eine oder andere Map, auf eine oder andere große Map komme. Weil große Maps ist nicht gut für Michael, der braucht kleine Maps. Die Gideons Fleischfabrik ist gut. Auch wenn da die Paletten sind, das brutale Stärke macht das wieder weg. Weil du nimmst beständig mit Zorn des Gespenstes, dann ja, kannst halt keinen Tüftler mitnehmen. Aber. Oder keinen Beobachter zuschlagen, genau. Beobachter zuschlagen ist auch noch so ein Perk, was. Besonders wenn er auf Stufe 2 ist, richtig gut ist. Du kannst dich richtig stark anschleichen. Und dazu noch das Addon. Total, also 25%. Also, wer da noch sagt, der kann den Michael Myers hören, der hat Wallhacks an, gefühlt, der hat Hacks an. Also, spielt auf PC und spielt die miesesten Hacks. Ja. Also, das ist auf jeden Fall mal mein Perk, auf jeden Fall. Natürlich kann man das ein bisschen austauschen, je nachdem. Natürlich werde ich das auch austauschen müssen. Ich habe aber momentan auch nicht die vernünftigen Addons, um ihn schneller auf Stufe 2 zu bringen. Deswegen muss ich dieses, was ist ein Büschel, ein Haarbüschel, ne, eine Gedenkblume, genau. 11% sind besser als gar keine Prozente. Natürlich könnte ich das Addon mitnehmen, wo ich die Obsession auch stalken muss und dann noch 40% schneller bin, aber, also erhöht.
Das heißt, ich bin gefühlt instant auf Stufe 2. Also gefühlt einmal angeblickt und schon Stufe 2 und dann 3. Na, aber es ist, finde ich, es ist schon ein gutes Addon, aber es ist, bringt nicht so viel. Du musst halt unbedingt die Obsession haben. Deswegen ist über 100, ich habe davon auch 100 ein Stück. Kann ich auch verballern. Ich muss noch das andere grüne Addon mit. Ich glaube, es war 25% erhöhter Rate mir noch besorgen. Also, das muss ich. Ich hab damit letztens so viel gespielt, dass ich. Und ich habe schon diese Dinger hier, schwarze Abwehr. Ich habe aber oft vergessen, die zu werfen, weil ich eher Rohpunkte brauche. Und keine Ahnung, dann auch Map of Rings und was weiß ich was gedroppt habe. Ja, also im Großen und Ganzen, es wird einem Dings geben. Ich werde es versuchen, es täglich zu geben. Ich denke mal, es wird eine Runde geben. Erstmal. Ich werde nicht die beste, auch nicht die schlechteste Runde sagen, sowas. Ich werde einfach was hochladen. Wie die Runde gelaufen ist, ist die Runde gelaufen. Wenn die Runde scheiße gelaufen ist, ist die Runde scheiße gelaufen. Wenn ich die Runde gecampt habe, dann ist sie mit dir hochgeladen. Scheißegal. Ich stehe dazu. Wenn ich gecampt habe, habe ich gecampt, weil ich dann einfach keinen Bock mehr auf die Leute hatte. Oder? Und ich zumindest mit einem Kill weggehen möchte. Natürlich ist es besser vielleicht für mein MMR dann, dass ich keinen Kill habe, aber trotzdem. Ein Kill ist besser als kein Kill. Und bei Mike meinen sind die Leute sehr, sehr vorsichtig. Also wenn man am Ende noch ist und die Leute retten. Die Leute, die rechnen damit, dass du dass du kurz vor Stufe 3 bist. Also meistens ist das auch so. Ich bin meistens immer 99% am Ende, damit ich nur kurz antippeln muss, um dann den Typen und so klatschen. Also das, deswegen. Und übrigens, ich habe mir den Killer ausgesucht, weil er einer der Killer ist, die hohen MMR bestehen können. Zwar ist er wahrscheinlich einer der Schwächsten dann darunter, aber er kann mithalten. Aufgrund seiner Diabolik 3, wegen der Instant One-Shot. Deswegen muss man gucken, dass man dann auf den hohen MMR Stufe 3 immer gefühlt dauerhaft hat, indem man das Addon mitnimmt. So. Ja, also. Und das erleichtert einen das. Kann, vielleicht nehme ich auch einfach das Obsession Addon mit. Nein, nehme ich nicht mit, weil es bringt nichts, weil die Obsession immer noch ausgesaugt ist. Bis zum Abwinken komme ich vielleicht bis Stufe 2,5, mehr nicht. Vielleicht auch gerade so bis 3. Ich weiß es nicht. Ich habe mit dem Addon, glaube ich, mal einmal gespielt oder zweimal. Nur zu ausprobieren, mal so nebenbei. Aber ja, ich will euch nicht das Ohr abkauen. Jo, also so im Großen und Ganzen wisst ihr jetzt Bescheid über die Dinge. Wie gesagt, schaut bei Camera Gaming vorbei, der macht das momentan mit dem Todesboten. Finde ich krass, dass das mit dem Todesboten probiert. Natürlich kriegt er oder auch ich auf den Deckel, natürlich. Das ist so, aber ich denke mal, dass ich gleich die erste Runde aufnehmen werde und dann die zeigen werde. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dann. Bis dann.